Hallihallo, liebe Disney Dreamlight Valley Freunde und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge mit den Dream Snaps. Wir sind gerade auch wieder live auf Twitch, wo viele Süßis aus der Community mit im Chat sind. Also wenn du mal Lust und Laune hast, vorbeizuschauen, findest du den Link unten in der Videobeschreibung. Die liebe Hava schickt euch gerade die süßen Emotes über den Bildschirm drüber und Sweet Princess schreibt Hallo YouTube, Dani Cheat ist auch ganz viel Liebe da. Und Lisi schreibt auch Huhu YouTube. Also schaut sehr, sehr gerne mal vorbei. Ich hätte gesagt, wir schauen als erstes gleich in den Briefkasten hinein. Ich habe ja das Dreamsnaps-Foto dann nochmal umgeändert, in der Hoffnung, wir mögen uns verbessern. Gut, wir schauen jetzt einfach mal. Belohnungen für die Herausforderung Feuer und Wasser. Ach so, das war ja das. Stimmt, das andere kommt erst nächste Woche. Und da bin ich nicht da. Da bin ich nicht da. Ah ja, auch für alle auf YouTube. Nächste Woche gibt es leider keine Dream Snaps Challenge, weil nächste Woche zur Dream Snaps Challenge werde ich leider 30. Deshalb bin ich nicht da. Wir setzen eine Woche aus. Genau. Aber dann, die Woche drauf, sollte es wieder gehen, glaube ich. Wartet, ich muss überlegen. Ja, die Woche drauf sollte es wieder gehen, also kommt dann gerne wieder zurück. Und gut, wir lesen jetzt hier mal. Danke, dass du die Feuer- und Wasser-Herausforderung spielst und deine Kreativität mit anderen Spielen von Disney Dreamlight. Entschuldigung! Wer schreit hier in meinem Stream? Habt ihr das auch gerade gehört? Wer war das? Ariel? Du brauchst jetzt gar nicht so unschuldig winken. Ich hab dich singen hören, während ich da vorgelesen habe. Das geht aber gar nicht. Ja, besser gehst du. Die ist nur eifersüchtig, weil ich dieses Kleid anhab. Ich weiß es ganz genau. So, darf ich jetzt bitte endlich wissen, welchen Platz ich habe? Ist ja Frechheit da in diesem Valley. So, noch einmal. Vani war das. Das war Ariel. Ich habe es genau gesehen, okay? Es war Ariel. Also. Bla 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 bla. Du hast 60,07 Punkte erhalten und bist auf Platz 32.358. Um Gottes Willen, die Zahl tut mir schon weh auszusprechen. Du hast 900 Mondsteine einfordern, 161 Pixelstaub. So, jetzt schaue ich mir das von letzter Woche an. Ich habe mich schon wieder verschlechtert. Ich habe mich schon wieder verschlechtert. Hä? Ich habe eine Stunde diese blöde Insel dekoriert. Warum? Bei mir war Feuer und Wasser. Was ist da los? Trotzdem einfordern. Ich habe Platz 2207. So gut war ich noch nie, Tienchen. Was hast du für ein Foto gemacht? Hast du das bei uns im Discord gepostet? Ich muss mir da gleich deine Idee klauen. Oh mein Gott, wie schlecht. Ich bin enttäuscht. Aber gut. Für alle, warte, das muss ich jetzt nochmal ganz kurz herzeigen. Was ich mir angetan habe für dieses Foto. Ich habe diese ganze Insel dekoriert, damit wir hier Feuer und Wasser haben. Weil hier ist Wasser. Und wir hatten hier alles Fackeln angezündet und das Boot im Hintergrund. Entschuldigung. Aber wenn das nicht Feuer und Wasser in einem war, I don't get it. Die wissen alle nicht, was sie wollen im Leben. So schaut's aus. Wie gut kann ich mit Kritik umgehen? Nein. Genau, Cassi. Nein. Einfach nein. Oh, Thema verfehlt. Raus. Ich weiß es ganz genau. Das war, weil ich in der letzten Folge zu streng war. Die haben sich alle gedacht, diese Bitch lassen wir sicher nicht gewinnen. Ich mag deine Insel, danke. Alrighty, Leute. Wir stimmen mal ab. Nein, das lesen wir erst nachher durch. So, da bin ich jetzt echt gespannt.
ich bin jetzt richtig gespannt. Regenbögen, Herausforderung des Outfits, feiere deine Community und dich mit deinen besten und buntesten Designs zum Thema Regenbogen. An die Twitch-Community, wollt ihr wieder abstimmen? Wenn ich dann nicht wieder aus Versehen das Falsche abstimme. Schreibt einmal gerne rein, ob ihr Lust habt. Ja, ja. So, ich muss mir das erst aufmachen. So. So. Ich schreibe jetzt 1 und 2 immer rein in die Umfrage, weil dann geht das schneller. 1 ist einfach links und 2 ist rechts. Aber ich glaube, das ist eh klar für alle. Ihr habt eine Minute Zeit, die Umfrage beginnt und wir eröffnen die Abstimmung. Aha, leider gibt es nichts zum Abstimmen. Aha. Was ist denn da los? Jetzt aber. So. Regenbögen, möchte ich hier nochmal an dieser Stelle sagen, war das Thema. Ich finde halt, das muss ich an der Stelle auch einfach sagen, ich finde, das ist nicht in Ordnung gewesen. Oh, na! Warum wird das Foto nicht einfach groß, wenn man drauf drückt und man stimmt nur ab, wenn man hier unten drückt? Was ist das bitte? Ich möchte immer das Foto groß machen. So, Abstimmung löschen. I'm so sorry. Es passiert mir doch jedes Mal aufs Neue. Aber das ist so blöd. Ich möchte die Fotos halt immer groß machen. So. Abstimmung ist raus. So. Das schaut irgendwie cool aus. Wie so ein Weihnachtswunderland. Finde ich süß. Und dann haben wir hier noch... die Hose hatte ich auch tatsächlich... der Pulli ist cool. Den habe ich gar nicht. Und hier mit der Zitrus-Schildkröte. Ballert mal gerne rein. Ich gehe noch mal kurz raus, dass ihr beide seht nebeneinander. Die finde ich jetzt beide nicht schlecht, ehrlich gesagt. Wobei mir persönlich das linke etwas besser gefällt. Ich finde diese Kombination nämlich aus diesen Zuckerbäumen mit den Beschneiten im Hintergrund ziemlich cool. Also von der Vanellope, das Haus passt sehr, sehr gut in die eisigen Höhen. Und Nummer 1 hat gewonnen, alrighty. Oh, schaut mal, da ist ein Luca dabei. Der schaut aus wie Luca in Palia. Wo ist meine Umfrage hin? Ah, hier. Und jetzt schreibt Luca, das ist auch mein Foto, bitte abstimmen. Das wäre jetzt voll witzig, oder? Hi, Pepsi. Ich würde mir wünschen, wenn bei der Abstimmung auch Option 3 verfügbar wäre, um zu sagen, Thema verfehlt für den Fall der Fälle. True that. True that. Das stimmt. Schaut echt aus wie du in Palia. So, wir machen es uns mal groß. Also. Ich wusste gar nicht, dass es Bärte gibt in diesem Dreamlight Valley. Aber gut, ich spiele auch einen weiblichen Charakter. Auf sowas habe ich noch nie geachtet. Schaut aber cute aus mit dem Rummel. Und dann haben wir hier noch eine Lady mit Wally. Und gut, sie hat das Haus von, ich will immer Moana sagen. Wie heißt sie? Mirabelle, danke. Ja, aber wo ist der Regenbogen? Bei welchem Foto, Mini-Freche?
Hi Cherry, wie geht's? Zweites, ja, hier haben wir ja echt viele Farben. Ich würde auch dem Linken das Foto geben. Die Stimme. So, neue Abstimmung. What's popping, Cherry? So, Umfrage ist raus. So, wir schauen uns die mal in groß an. Oh Gott, da ist Maui mit drinnen, hat schon ausgeschieden. Hä, das ist doch die Feuer-Wasser-Challenge gewesen. Also das schaut für mich nach dieser Feuer-Wasser-Challenge aus. Also diese Kombination aus Rot mit goldenen Sessel und pinker Stuhl. Ich weiß ja nicht. Ah, schau, sie hat das Outfit so kombiniert. Finde ich ziemlich cool. Hä, was hat sie für Strümpfe? Wobei, es schaut irgendwie ein bisschen aus, als hätte sie eine Verletzung auf den Knien. Ganz okay soweit. Und ihr mir auch. Es ist nur heiß. Nummer 2 hat gewonnen. Okay. Gut, dann haben wir das nächste Foto. So. Abstimmung ist wieder raus. So, hier haben wir eine Lady mit einem bunten Oberteil. Das ist eh aus dem, das ist ja auf dem Titelbild vom jetzigen Update. Mit Blümchen im Hintergrund. Und hier haben wir, um Gottes Willen, um Gottes Willen, das ist ein absoluter Fall für die Fashion Police. Aber es ist definitiv bunt. Da kann man jetzt wirklich nichts Gegenteiliges behaupten. Es ist definitiv bunt. So, ich mache euch nochmal beide nebeneinander. Wie Simba guckt so. Ich weiß nicht, ob du eine Mülltonne als auf deinen Kopf haben solltest. Nummer 1 hat gewonnen, okay. Okay, das dürfte zweimal von der Switch sein, der Grafik nach. Neue Abstimmung. Hoppala. Gut, also, wir schauen uns das erste Bild an. Wäre das Thema gewesen, machen Sie ein Foto im Novemberwald, hätte das definitiv gewonnen, aber das ist für mich genau gar nichts, was mit Regenbogen zu tun hat. Das ist ein ganz klarer Themafall für Thema verfehlt. Also das ist für mich ein gruseliger Novemberwald. I am sorry, girl. Aber das sagt für mich nicht Regenbogen aus, das sagt für mich nicht Farbe aus, das sagt für mich nicht Fröhlichkeit aus, sondern genau alles andere. Gut, wir schauen mal weiter. Hier haben wir auch eine nette Dame, die sich halt da, ja, auf die grüne Wiese gestellt hat. Ganz ehrlich, eigentlich sind beide für mich Thema verfehlt. Ich kann auch einfach Escape drücken, Leute. Es sind beide viel zu schlicht. Ich sehe das auch so. Hätte keines genommen, ich auch nicht. Regenbogen. Regenbogen. Ich bin halt immer so extrem, weil ich denke mir... Ich hoffe echt, dass mir das niemand böse nimmt, gell? Ich hoffe echt nicht. Aber ich denke mir dann echt, die hat dieses Foto geknipst und hat auf die Taste D gedrückt, für Dreamsnaps einreicht, hat sich gedacht, ja, Thema Regenbogen. Ich bin zufrieden mit meinem Foto. Das habe ich doch super gemacht. Das reicht mir jetzt ein. Ab und zu erwische ich mich nämlich auch, dass ich zum Beispiel in der U-Bahn stehe und ich fahre irgendwo hin.
Und ich schaue so in die Menschenmenge hinein. Und auf einmal sagt meine Stimme zu mir in meinem Kopf: Du kannst dir doch nicht ernsthaft heute in der Früh gedacht haben, als du in den Spiegel geschaut hast: Jawohl, ich bin eine geile Sau, so gehe ich jetzt heute außer Haus. Und dann muss ich immer mit mir selber voll lachen. Escape! Ich bin auch für Escape! So, es gibt nichts mehr zum Abstimmen, weil ich zu gemein war. Ich war jetzt zu gemein wieder mal. Ach Mensch. Der Hintergrund ist ein bisschen bunt. Oh, das knallt mir hier sofort ins Auge. Das ist zwar witzig, aber ich glaube, da müssen wir jetzt gar nicht drüber reden, oder? Vor allem neben diesem Foto. Geile Idee. Geile Idee. Ich meine, der Lidschatten ist vielleicht ein bisschen fragwürdig, aber finde ich eine richtig coole Idee. Screenshot. Also das Foto ist geil. Richtig nice. Ich hätte vielleicht den Lidschatten nicht so gemacht, aber sie hat die Challenge verstanden. Okay. Also das ist sicher eines der Top-Fotos hier. Es gibt halt viele Leute, die sich einfach irgendwo hinstellen, dass, ja. She was trying. She gave her best. Ich meine, es ist viel Arbeit, diese Lampen zu craften, aber girl. Girl. Wartet, wo ist die Umfrage? So, neue Abstimmung. So, ihr dürft wieder abstimmen. Ach so, okay, sie hat aber diese RGB-Sachen an. Das habe ich jetzt irgendwie gar nicht wahrgenommen. So, hier haben wir eine Lady mit Blümchens. Wir haben den Rummel im Hintergrund, Mickys Haus und den Regenbogenfuchs. Und hier haben wir eine Lady, die sich die Twitch-Drops geholt hat. Und sie hat hier Lichter gecraftet. Echt? 7 Stimmen sind für die Nummer 2? Okay. Ich hätte jetzt sie gewählt. So streng wie ich. Ich hab's dir gesagt, Cherry. Wir sind Heidi Klum. Wir sind Heidi Klum von Disney Dreamland Valley. Die Cherry ist nämlich auch so streng beim Bewerten. Und wie gesagt, ich warte ja nur darauf, bis ich dann irgendwann mal jemanden bei mir hier im Stream erwische, der dann sagt: Du bist so gemein! Du hast jetzt so schier über mein Foto geredet! Also 8 Stimmen sind für links, okay. Ah, süß, wie sie lacht. Okay. So. 1, 2. Oh nein, mit Enter geht das nicht. Schade. So, Umfrage ist raus. Hier haben wir eine bunte Lady mit Farbe hier und Farbe hier. Habe ich heute. Heute verschlucke ich mich die ganze Zeit. Und hier haben wir einen Daddy, der vor dem Baum steht in einem Pride-Shirt. Hä, die Haxel schauen irgendwie so dünn aus. Die Haxel sind sehr, sehr dünn von dem werten Herrn. Ich warte ja auch, dass mein Foto hier auftaucht. 6 Stimmen sind für Nummer 1. Okay. 2 Mal vor dem selben Haus. Okay.
neue Abstimmung. So, Umfrage ist raus. Hier haben wir einmal eine Lady. die Kombination finde ich aber gar nicht so schlecht. Und da haben wir das Haus im Hintergrund mit einem Waschbären. Und hier haben wir eine Dame, die sich auch vor das Haus von... Nein, vor das Premium-Shop-Haus war das. Nein. War das Venelope oder Premium-Shop-Haus? Jetzt bin ich verwirrt. Das ist doch das Venelope... Nein, das Venelope-Haus. Alles gut. Alles gut. Ich war nur wieder kurz ein bisschen geistig verwirrt, gell? Penelope! Ich hatte die Bilder auch. Gabe da das Rechte genommen. Oh wow! Genau in dieser Konstellation. Genau so. Links das hier und rechts das hier. Okay, links hat gewonnen. Oh, süß. Oh, wie schaut er süß. Schaut mal, wie süß er schaut so. Ich war's nicht. Ich habe nicht die ganzen Kekse aufgegessen. Oh, süß. Ich habe noch nie mit Christoph ein Foto gemacht. Oh, süß. Wie ein Welpe schaut er aus. So, Umfrage ist raus. Ich würde allein schon abstimmen, weil Christoph so schaut. Ich sehe keinen Regenbogen. Regenbogen wo? Sie hat ein bisschen einen Farbverlauf im Himmel drinnen. Und hier haben wir, um Gottes Willen, hier haben wir alles. Hier ist farblich gefühlt alles vertreten. Ui, sehr bunt, ja. Ich kann leider nicht abstimmen. Ich habe jetzt aber auch mehrmals rein und raus müssen. So, was sagt ihr, Leute? Aber Christoph schaut so süß, Leute. Er schaut so süß. Und Baby. Niemand stimmt für eins ab. Aber er schaut so süß. Ach, Mann. Ach, Mann, Leute. Ab und zu muss man schon eine Ausnahme machen. Der hat mich jetzt so lieb angeschaut hier. What me want. So, Umfrage ist wieder raus. Hier haben wir einmal vor Minis Haus. Diese orangen Haare. Schaut aus wie so eine Kräuter-Lady, die dir in so einem Hexengame die Potions verkauft. Und dann haben wir Nummer 2, Ariels Schloss. Über das habe ich auch schon nachgedacht. Finde ich sehr gut. Ah, oh, schaut mal, ich habe heute sogar... Ist die hinten auch drauf? Ja. Eine Mickey-Maus-Tasse. Bin raus und wieder rein. Jetzt ging's in letzter Sekunde. Na schau. Klingt zwar ein bisschen zweideutig, aber solange es geht, geht's. So, Nummer 2 hat gewonnen mit 5 Stimmen. Diese Pose. Aber coole Idee. Coole Idee, Leute. Slay. Also, die Idee finde ich genial.
sogar die Sträucher farblich passend. You nailed it. Ich bin gar nicht auf die Idee gekommen. Das ist Regenbogen gewesen für mich. 4 Stimmen sind für Nummer 1. Also Nummer 1 ist richtig nice. Das ist ein geiles Bild. Okay, die Mehrheit ist für das linke. Alrighty. Schön. Also manche Leute tun sich halt echt was an. Aber seht ihr jetzt hier den Unterschied von der Grafik, wie gestochen scharf das hier ist und wie ausgebleicht und pixelig. Also man merkt da echt einen enormen Unterschied zwischen PC und Switch. So, Umfrage ist wieder raus. So, wir schauen uns in groß an. Aha, sie hat da so ein Schlangenmuster. Sehr cooler Eyeliner. Das Outfit ist auch cool. Und halt auch hier so vor dem Ding finde ich eine super... Ah nein, das ist das Premium Shophaus. Sehr gute Idee. Und hier haben wir eine Dame, die sich in ihre weiße Küche gestellt hat. Also, ich weiß nicht, wo da der Regenbogen ist. Der ist hier. Ah, definitiv links. Absolut für rechts. Ah, Leute. Alrighty. Oh, okay. Hä, das müssen wir uns in groß anschauen. Hä? Ich erkenne das gar nicht. Okay. Naja, Abstimmung. So. Blub, blub, blub. Umfrage beginnen. Nein! Shady, I'm so sorry for my Dory. Ach Mensch, ach so, wir haben es eh schon erreicht. Anyways, in diesem Sinne war es das auch mit der heutigen oder dieswöchigen Dream Snaps Folge. Ich hoffe, es hat euch trotzdem gefallen und falls ja, freue ich mich sehr über ein Abo und ein Däumchen nach oben. Nächste Woche bin ich, wie gesagt, leider nicht am Start mit den Dream Snaps, dafür aber die Woche drauf wieder und da freue ich mich natürlich, wenn ihr gerne wieder mit am Start seid. Wir haben auch einen ganz lieben Discord, da sind ganz viele Süßis mit drauf, da könnt ihr euch zum Thema Disney Dreamland Valley, Palia und vielen weiteren austauschen. Schaut gerne vorbei, wenn ihr noch nicht drauf seid und auch gerne bei unserem Twitch-Account, wenn ihr mal bei den Abstimmungen mitmachen wollt. In diesem Sinne sage ich vielen lieben Dank und ich freue mich, wenn wir uns in einem meiner anderen Videos wiedersehen.